So, Felix, wie hast du dich auf den Kampf vorbereitet? Ja, waren 10 lange harte Wochen. Am Anfang waren es natürlich viel Ausdauer, Kraft und spezielle Übungen. Und dann sind wir ins Sparring eingestiegen. Sehr, sehr viel Tempo, mit sehr vielen Intervallen. Ja, und ich bin bestens vorbereitet und ich glaube, ich war selten so gut vorbereitet. Was kannst du uns über den Gegner sagen? Großer Mann für Mittelgewichtler, mit 1,91 hervorragend ausgebildet, ist der Sohn von Thomas Hearns. Das ist eine zusätzliche Motivation und ja, der Titelschanz ist, denke ich, einfach mal eine zusätzliche Motivation. Er wird hochmotiviert in den Ring gehen und darauf werde ich mich vorbereiten. Wo stufst du ihn ein? Ja, er gehört auf jeden Fall mit zu den Besten auf der Welt, gar keine Frage. Hat noch nicht die großen Namen geboxt, aber das ist auch immer eine Glückssache, weil jetzt hat er das Glück gehabt, gegen mich boxen zu können. Wir haben die Anfrage bekommen und wir haben direkt angenommen und ich denke, wird ein toller Kampf. Du hast in der Pressekonferenz von einem tollen Einmarsch gesprochen. Was ist das? Ja, da muss man sich ein bisschen gedulden. Wir wollen natürlich nichts verraten. Und da war ja der Wow-Effekt dahin. Und deswegen muss man sich bis Samstag gedulden. Wird auf jeden Fall spektakulär. Wie verbringst du die nächsten Tage in Stuttgart? Wirst du irgendwas besuchen? Nee, ich werde nichts besuchen. Ich werde hier ein bisschen rumspazieren und ein bisschen noch trainieren. Und mich schön fit halten, das Gewicht halten und sonst eigentlich entspannte Zeit haben. Ist zurzeit sehr schönes Wetter. Ich hoffe, das bleibt so. Dann kann man das auch alles viel besser genießen. Du bist ja nun eigener Promoter. Ist das eher positiv in der Kampfvorbereitung oder negativ? Nee, ist positiv, weil ich alles mitbestimmen kann. Ich kann vor allem auch die Gegner mitbestimmen. Ich hätte sonst wen boxen können und es mir einfach machen können. Aber ich habe gesagt, ich will starke Leute boxen und auch die ganze Vorbereitung, wie alles läuft und wer wohin kommt, wie was läuft. Das ist immer abends eine halbe Stunde noch Arbeit, aber die Arbeit macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ich mache mir die Arbeit auch sehr gerne, weil ich einfach will, dass es ein perfekter Abend jedes Mal wird. Im Vorprogramm boxt unter anderem der Schwergewichtler Alexander Karl hier aus Stuttgart. Welchen Kontakt hast du zu ihm oder wie bist du zu ihm gekommen? Ja, die Anfrage kam von den ihrer Seite, glaube ich, da muss man auch meinen Promoter, also den Manager von mir fragen, Roland Weber, der managt das alles und ja, ist natürlich toll für Stuttgarter Publikum, für uns, wenn man immer einen Lokalmatador hat. Ich kenne natürlich Alexander Karl und ich wünsche ihm einen Sieg.